So, zuallererst zu unserem Gefangenen gucken. Den habe ich nämlich wieder komplett vergessen. Den Söldner haben wir nämlich schon. Und der muss nur noch verhört werden. Sehr gut, das hätten wir also. Rote Punkte. Da ist ein guter Ermittler. Du wirst doch mal verwirrt. Was haben wir hier? Wieder Soldaten? Nein, Saboteure. Okay, also ihr könnt auch verwirrt werden. Hoffentlich bevor ihr irgendwas seht. Die haben alle keine Wut. Du bleibst am besten mal hier am Eingang. Oh, was ist denn hier los? Das sieht nicht gut aus. Also die Geräte haben definitiv den Weg blockiert. Und ihr dürft mal beide sterben. Wahrscheinlich bringt ihr euch eh gleich selber um, wenn ihr wieder auf die Tischtennisplatte schießt. Und die wird explodieren. Wie Tischtennisplatten lassen wir mal gerne machen. Kane. Ne, Großwildjäger. Rein da. Kane. Rein da. Aber anscheinend schaffen die Jungs das schon alleine. Ja, sehr gut. Boom. Jo, also. Definitiv schlechte Idee, das alles so zu bauen. Schade. Na gut, dann probieren wir es mal hier. Und bauen hier eine neue Tischtennisplatte hin. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Dann müsste es eigentlich okay sein. Gute Idee. Wir haben einen Söldner. Sehr schön. Dann sollten wir von dort gleich mal ein paar in Auftrag geben. Können nicht untergebracht werden. Wofür brauchen wir denn weniger? Ein paar Techniker weniger können wir uns auch leisten. Maximale Bedienstetenzahl überschritten. So. 10 Söldner. Was auch immer die Söldner anderes können als die Wachen. Ich nehme mal an, das da können sie benutzen. Diese Sturm-, Trommel-, Maschinengewehre. Entscheidungsaufbewahrung von schweren Maschinengewehren. Ah, okay. Also ja, die Dinger werden wahrscheinlich von den Söldnern benutzt werden können. Und wir haben nicht genug Leute im Ausland, hä? Okay, das ist doch mal ein Wort. Unser Bikini-Girl ist gerade hier. Was haben wir denn hier? Ein Totempfahl. 5 Wachen. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Und wir schicken mal ihn hier mit. Und noch einen Kammerdiener. So, Wut ist hier viel zu hoch. Das heißt, wir sollten mal ganz schnell den Boah, ganz schnell ist ein guter Witz, ne? 5 Minuten 20. Ach komm, das schaffen wir schon. Also, wir versuchen jetzt den Kung-Fu-Menschen zu klauen. Oder zu überzeugen, oder was auch immer. Und den Totenfall zu stehlen. Was haben wir noch? Wir stehlen hier oben, bei den Grünen. Aber die Wut ist bei 25%, das ist vollkommen okay. Gelb ist komischerweise noch sauer. Blau gar nicht. Orange ist ziemlich stinkig. Aber ja, das können wir nicht ändern. Und Rot wäre noch okay. Können wir im roten Gebiet irgendwas machen? Ja, dann machen wir gleich den Totenfall. Ja, okay. Hier haben wir nichts mehr zu tun. Feindliche Person in Basis entdeckt. Eine feindliche Person mit oder ohne Tech? Wahrscheinlich mit Tech, sonst hätte sie nicht so rumgeschrien. Aber ne, ihr habt alle verwirrten Techs, das ist alles gut. Die beiden, die hier rumrandeliert haben, sind tot. Unser Gefangener ist, verhört worden. Wir haben genug Platz für Leichen. Oder auch nicht. Die können ruhig mal eingelagert werden. Das mache ich mal ein bisschen manuell. Sonst dauert das hier Ewigkeiten. Weil irgendwie werden die nicht automatisch verteilt, die Aufträge. Okay, zu dem Zeitpunkt, wo die ganzen Leichensäcke produziert wurden, sagen wir mal. Hatten wir noch nicht genug Möglichkeiten, die abzulegen. Aber ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass es so sporadisch mal überprüft wird, wenn ein Sack auf dem Boden liegt. Ob man den nicht irgendwo hinbringen könnte. So, wer fehlt denn noch? Der da fehlt noch. Du geh mal bitte da rein. So, und du geh mal bitte da rein. Jetzt haben alle einen Tag. Jo, sehr schön. Den wird nicht jeder, der hier durchgeht, gleich demoralisiert. So, rote Punkte. Was seid ihr? Einbrecher. Falsche Steuerung. So.
Boah, wir haben echt tierisch viele Agenten. Und ja, irgendjemand meinte, ich sollte mal auf meine Missionsziele gucken. Weil irgendwas davon beeinflusst, dass wir durchgehend feindliche Agenten bekommen. Was haben wir denn? Chemie haben wir abgeschlossen. Superplanmaschinerie. Endzeitwaffe. Totale Zerstörung. Sie können irgendwo auf der Weltherrschaftskarte versteckt sein, als Belohnung am Ende einer Information winken oder sogar von einem eindringenden feindlichen Agenten mitgebracht werden. Das könnte man so auslegen, dass so lange Agenten kommen, bis wir alle Teile haben. Aber wäre ein wenig vage. Und hier erwirtschaften Sie genügend Reichtum Artefakte, damit Sie die Tür zu den zentralen Machtbla gegebenenfalls eine neue Insel kaufen können. Okay, stehen Sie 4 der 6 Teile der Superbeute. Jede Allianz hat mindestens einen Gegenstand Superbeute in dem Gebiet. Okay, also es steht nicht irgendwo explizit, dass durchgehende Agenten kommen, solange es man es erfüllt hat. Außer vielleicht ansatzweise hier. Vielleicht bei optional. Das ist der Totempfahl. Medizinmann, Totempfahl, negativer Effekt. Alle 4 Teile, positiver Effekt. Nö, steht auch nichts von Agenten. Das ist jetzt komisch. Hey, das ist unlogisch, was du gerade gemacht hast. So einfach können Agenten die Gesetze der Physik umbiegen. Oh, na gut. Da blinkt wieder was. Oh, neues Spiegelzeug. So, wir haben jetzt hier das Leistungsansporn-Dingens. Wir haben ausgewählt das da. Ich klicke mal auf Zahlen. Das ist jetzt weg. Ist das gut? Oh, vielleicht sagt er mir dadurch, dass wenn ich das erforscht hätte, das gar nichts rausgekommen wäre. Und dadurch, dass ich jetzt $1000 bezahlt habe, hat er mir gesagt, das bringt eh nichts. Forsch mal mit den beiden. Vielleicht. Oma, Zahlen, das bringt nichts. Sicher? Irgendwie streicht er immer nur das dadurch. Ergebnis, Schlagfestigkeit-Analysator. Heißt das, wir haben das schon erforscht mit dem Ding? Das heißt, wir sollten es jetzt mit dem Ding erforschen, oder? Leistungsansporn 2000. Zahlen. Und das ist weg. Okay. Wir haben 3 Sachen, die erforscht werden. Das ist das Wichtigste. Bei Wissenschaftlern schmeißt man einfach ganz viel Geld hin und irgendwann kommt was Tolles bei raus. Das passt schon. So, die Spielhöllen, die nicht die Spielhöllen sind, die ich dachte, sind auch fertig. Was läuft denn da Schönes? Ach, Pong. Super. Na okay, 60er Jahre, Agenten-Style und so. Da hätte ich jetzt nicht so drauf hoffen dürfen, dass da irgendwas Anspruchsvolles drauf läuft. Was haben wir noch? Der Ding macht komische Geräusche, das wird ja hier unten sein. Bundeslade ist immer noch da, wo sie sein soll. Unsere Leibwächterin steht immer noch drumrum. Genau wie unser Genie, aber na gut. Nö, wirklich viel zu tun haben wir nicht. Das heißt, wir müssen jetzt nur warten, bis auf der Karte das alles soweit ist. Das da kann schon mal gestohlen werden. Dauert ja eine Minute. Und die Jungs. Boah, die können ruhig weiterstehen. Aber ich glaube, ich mache noch eine Kleinigkeit. Und zwar schicke ich jetzt mal wieder die Techniker los. Gelb hat momentan nicht so viel Wut. Und ja, das Bikini-Girl ist hier, aber das ignoriere ich einfach mal. So, in jedes gelbe Land ist jetzt ein Techniker unterwegs. Dann verschwören wir dann eine Weile. Und wenn wir nichts finden, gehen wir halt zu blau und dann zu grün und so weiter. Ich will jetzt nicht überall gleich welche hinschicken, weil dann haben wir keinen Techniker zu Hause mehr. Und das wäre nicht so gut. So, warum habt ihr keine Tags? Eindringling wurde mit Schwächentag markiert. So. Eindringling von Überwachungsnetzwerk erfasst. Hier schlafen hier alle, das ist soweit gut. Wo werden eigentlich die Söldner ausgebildet? Auch an den Trainingspuppen? Good evening. This is a Totempfahl gestohlen. Sehr schön. Wo ist der Totempfahl? Der darf jetzt nämlich nicht irgendwo stehen, wo alle rankommen. Denn ihr Tod im Fall. Kung Fu Meister gefangen. Attention! So, ja genau. Totenfall muss irgendwo in die Ecke, wo nie jemand hingehen wird. Also zum Beispiel. Da.
Denn die Totenkopfteile an sich ziehen ja Attribute ab. Erst wenn alle vier zusammen sind, sollen die irgendwas Positives bringen. Wow, das sieht ja cool aus. Kamazina ist ausgetreten. Nix da, wo bist du? Bediensteter ist desertiert. Töten. Ach, der ist geflohen. Feiger Lump. So, was bist du? Du wirst verwirrt und du bist außergewöhnlicher Spitzel. Kommt gleich noch einer von an. Aber so außergewöhnlich waren wir ja nicht, das passt schon. Wer bist denn du? Ach, du bist der Kung-Fu-Meister. Sehr schön, da habe ich auch gerade einen neuen Raum gesehen. Mal gucken, ob das wirklich ein neuer Raum war. Sah aus wie so ein kleiner Dojo. Nö. Hotellobby, Kraftwerk, Allerheiligste. Nee, aber vielleicht hier drin was Neues zum Ausbilden. Jo, Dojo. Sturmgewehr, Schießstand. Ja, das dürfte die ganzen anderen Leute hier gar nicht ablenken, wenn plötzlich hier im Sturmgewehr schießt. Platz wird ein Problem. Ich glaube, ich baue den Schießstand mal hier rein. Wir hätten gerne Ausbildungsraum. So. Weiter. Bauen. Der Bau des Raums geht weiter. Wir hätten gerne hier unseren Schießstand. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Und direkt daneben unseren Dojo. Nein, ein wenig weiter hier. Das so. Objekt wurde in Auftrag gegeben. Noch irgendwas Neues hier? Ja, eigentlich wollten wir hier seine Tafel hinstellen, ne? Können wir dann hier hinstellen. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Ja, auch nicht gerade ideal direkt neben Schießstand, aber ne, das passt schon. Wird gespeichert, okay. Leichensäcke sind auch endlich alle weg. So, Weltkarte. Wie viel haben wir denn verloren? Bin nicht angezeigt. Da haben wir eine Menge verloren. So, die Jungs können alle nach Hause. Zumal hier eh gerade eine Agentin aufgetaucht ist. Ihr müsst alle nach Hause, sonst wird die Wut hier viel zu hoch. Wo ist der Techniker hin? So, du versteckst dich. Du verschwörst. Du verschwörst. Ich hätte schwören können, ich hätte hier einen hingeschickt. Aber gut, du verschwörst, wenn du ankommst. Guti. Ihr versteckt euch kurz, weil da auch ein Agent aufgetaucht ist. Und ihr bekommt ein wenig Verstärkung. Sonst kriegen wir ja nie ordentlich Geld hier. So. Ist erstmal okay. Schwere Sicherheitstür. Oh, das klingt doch gut. Und Wissenschaft blinkt. Forschungstafel. Ergebnis, Bedienpult. Zahlen. So, los. Mal gucken. Aber schwere Sicherheitstür. Nee. Und warum habt ihr keinen Tick? Schwächentag angeordnet. So viel dazu, dass keine Touristen mehr hier reinkommen. Genau, schwere Sicherheitstür. Die sollten wir irgendwo hinstellen, wo wirklich keine Leute rein sollen. Zum Beispiel hier. Das Ding bewegen wir mal irgendwo da hinten. Und dafür schwere Sicherheitstür. Türen sind dazu geeignet, ihre Basis sicherer zu machen. Mithilfe der Sicherheitseinstellungen an Türen können sie festlegen, wer hindurch darf und wer nicht. Feinden wird es über kurz oder lang immer gelingen, durch Türen durchzubrechen. Doch je länger sie dafür brauchen, desto weniger Zeit bleibt ihnen, ihre dunklen Pläne aufzudecken, bevor sie zurückbeordert werden. Okay, die haben ein Zeitlimit. Oh, das wusste ich auch nicht. Aber ich hätte eigentlich gern mehr über die Sicherheitstür gewusst. Aber gut, wir hätten gerne eine schwere Sicherheitstür. Dann gucken wir mal, was genau da anders ist. Irgendwas ohne Text? Ja. Schlechte Einbrecher.
Noch irgendwas ohne Text? Jo. So. Noch mehr Forschungszeug. Lesetisch. Ach, das war, um Intelligenz wiederherzustellen. Okay. Zahlen. Zahlen. Zack. Also ich denke echt, durch das Zahlen werden die Sachen ausgeblendet, die nichts bringen würden. Hoffe ich einfach mal. Sonst hätten wir ganz schön Geld verpulvert. Also ja, ganz schön Geld. Breitbildfernseher. Das klingt nett. Hotel. Forschung freigeschaltet, Breitbildfernseher. Oh. Geht's dir gut? Geht so. Geht's dir gut? Geht so. Gucken, wer zuerst umkippt. Das war knapp. Pip, pip. Pip, pip. Okay. Genau, Breitbildfernseher. Gucken, ob der hier irgendwo hin kann. Aufenthaltsraum, Breitbildfernseher. Ah, da müssen die auch vor rumlungern. Ich hasse unser Platzproblem. Na gut. Spielen wir mal kurz da. Eigentlich müssten sich die hellgrünen Füße hier überschneiden dürfen. Eigentlich. Forschung? Oh, Generator. Sehr schön. Zahlen, Zahlen. Das da. Zahlen, Zahlen. Das da. So. Unsere Wissenschaftler werden alle durchgehend ausgereizt und sie gucken sich nur den Eiffelturm an. Kommt schon, Jungs. Arbeiten. Wir müssen Tötungsmaschinen und so entwickeln. Na gut, was sagt die Weltkarte? Die Weltkarte sagt, da wurde gerade abtransportiert. Du bist endlich da. Die Agentin ist weg. Also kannst du auch verschwören. Verschwören. Wer bist du? Du bist so selten. Okay. Und Bikini Girl ist jetzt hier. Bikini Girl hat bisher noch gar nichts gemacht. Fällt mir gerade mal so auf. Also auch nicht mehr unsere normalen Bediensteten angegriffen. Das ist komisch. Aber will ich nicht meckern. So, du musst auch noch verhört werden. Geh bitte dahin. So, wir haben hier noch Platz für irgendwas. Haben wir noch neues Forschungsequipment, das wir aufstellen könnten? Nö. Ah, die Sicherheitstür müsste inzwischen da sein. Was richtig, richtig cool wäre, wären Türen, die sofort zugehen, wenn man durchgegangen ist. Und nicht 10 Sekunden lang noch aufstehen. 21, 22, 23. Na gut. Nochmal. 21, 22, 23. 21. Ja, genau das meine ich. Die ist durchgehend offen, weil irgendjemand durchgeht. Okay, 21, 22, 23, 24. Okay, 3 Sekunden. Das ist... Okay. 2 bis 3 Sekunden. Jetzt nur die Frage, ob das bei den anderen schneller geht. Das kommt mir fast vor, als wenn er bei denen schneller wäre. Du da verwirren. Blinkt wieder was? Was auch immer das war. Forschen. So, wir brauchen bald eine größere Kantine. Auf der nächsten Insel sollten wir auf jeden Fall darauf achten, dass wir Platz haben für 3 von diesen Blöcken. Auch wenn es mehr Sinn machen würde, eine Küche zu haben und mehr Stühle, aber na gut. Die wollen wohl nicht in der Schlange stehen. Aber wer will da schon? Oh, Kung-Fu-Kämpfer. Jetzt erhältlich. Sehr schön. Oh, das ist so ein Hightech-Typ. Also die letzte Stufe von Bediensteten. Dann nehmen wir doch mal 5 davon weg. Und 5 davon dazu. Achtung, so viele Bedienstete können nicht untergebracht werden. Ja, ist ja gut. Davon noch ein paar weg. Und dann passt das auch. Maximale Bedienstetenzahl überschritten. Haben wir jetzt schon immer so einen Kung-Fu-Typen? Müssten wir ja, ne? Und der müsste eigentlich im Ausbildungszentrum sein. Also hier. Irgendwann schießt er. So ist es hier. Soll.
Ein Atomkraftwerk. Ja, klar, warum nicht? Und sogar als Zielscheibenagenten anzügen. Ah, nicht schlecht. Aber ja, scheint mir echt so zu sein, dass die Söldner dann die Maschinen wieder benutzen. So, jetzt wollen wir mal ein Atomkraftwerk bauen. Wie viel Platz braucht denn so ein Atomkraftwerk? Fast gar keinen. Wow. Ja, sehr schick. Ups. Das wird zum Spiel. Dann erweitern wir doch einfach mal das Ganze hier. Kraftwerke. So. Fertig. Und bauen. Ja, doch, das passt. Okay, stimmt. Du musst gebaut werden. Und anscheinend können wir sie noch nicht bauen, weil sie zur Hälfte da drin sind und zur Hälfte hier drin sind. Wenn sie ganz in dem blauen, noch zu bauenden Bereich wären, dann könnten sie schon mal reinplanen, aber sowohl nicht. Warum auch immer. Geländeschießmaschine. Oh, 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 was war das? Stopp, 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 stopp. Das will ich sehen. Geländeschießmaschine. Objekte, Sicherheit. Sicherheitstüren, Lautsprecherzellen, Gefängniszellen, Waffenregale. Nein. Falle? Räume? Nein. Komm schon, ich will was über die Selbstschussanlage wissen. Das sah nämlich so aus. Objekte Ausbildung, Objekte Forschung, Hotel, Kontrollraum, nö. Irgendwie mag ich dieses Tutorial-Ding jetzt hier langsam nicht mehr. Na gut, aber es sah echt wie eine Falle aus. Wo ist der Eingang? Wo ist der Eingang? Hier ist der Eingang. So, wir hätten gerne die Dinger nicht bewegt, sondern zerstört. Weil wir haben inzwischen was Besseres. Gasfalle soll auch weg. Das kann alles weg. Wir wollen was Neues basteln. Hightech-Shit und so. Oh, was haben wir hier? Den Schießstand können wir aufmotzen. Los. Zack. So, die windkomischen Dinger können auch weg. Die windkomischen... Ja, die können auch weg. Abreißen. Abreißen. So. Dann hätten wir jetzt gerne Lichtschranken, oder wie die hießen. Oh. Das war doch keine Falle, das war... Selbstschussanlagen sind computergesteuerte Waffensysteme, die automatisch das Feuer auf jeden Charakter mit dem Eliminieren-Tag eröffnen. Sie können bei Bedarf auch das Magazin tauschen und Gummigeschosse auf Charaktere schießen, die mit dem Fangen-Tag markiert sind. Übel. Also wir können sie nicht draußen aufstellen, weil dann die Touristen abgeschossen werden würden. Aber nicht nur, wenn wir das richtige Tag machen. Aber die Dinger produzieren nämlich doch irre viel Wut. Weil in was für einem Hotel-Resort stellt man Selbstschussanlagen auf? Hm? Ah, gut. Lass mal kurz noch ein paar Tags verteilen. Jo. Eindringling wurde mit Schwächentag markiert. So, aber fall. Was seid ihr denn? Wir haben hier Einbrecher. Okay. Sah so professionell aus. Feindliche Personen in Basis. Oder auch nicht wirklich. Neue Objekte. Bücherschränke. Okay. Ich. Was war das jetzt schon wieder für ein Geräusch? Atomgenerator, Selbstschussanlage, Bücherschrank. Neues Zeug zum Erforschen. Zahlen, Zahlen. Los. Zahlen, Zahlen. Los. Wir haben immer noch knapp 1 Million. Sehr schön. Also, jetzt endlich unsere Laserschranke. Oh. Die muss man doch über 2 Felder machen. Nee. Das sollten wir nicht so nah an der Tür machen, denn sehen Leute das vielleicht, wenn die Tür offen ist. Also sagen wir mal hier. Das Objekt